Was überwiegt denn bei Ihnen im Moment? Vorfreude oder Bauchgrummeln? Es sind ganz, ganz gemixte Gefühle aus beidem. Also zum einen natürlich das Bauchgrummeln, weil immer noch vieles nicht geklärt ist und wir einfach nicht wissen, wo wir hinsteuern. Zum anderen aber auch die Vorfreude, endlich wieder in Präsenz vor Ort zu sein und mit den Kommilitonen reden zu können, die neuen Kommilitonen auch mal zu sehen und mit ihnen zu sprechen. Also es ist wirklich ein Wechselbad der Gefühle, das man hier täglich durchmacht, wenn man daran denkt, was da jetzt eigentlich wieder auf einen zukommt. Wohin die Reise geht im Corona-Herbst an den deutschen Universitäten, das hat der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Peter André Alt, vorgestern in einem Interview mit der dpa schon so ein bisschen skizziert. Er hat nämlich gesagt, große Vorlesungen sollten weiter digital stattfinden. Wird die Uni Heidelberg genauso verfahren? Nein, die Universität Heidelberg wird relativ weitreichend in Präsenz zurückkehren. Das ist der Wille und der Wunsch unseres Rektorats. Und da wird sich auch dran orientiert. Also die meisten Lehrveranstaltungen werden in Präsenz stattfinden. Auch größere Vorlesungen werden in mindestens Hybridverfahren stattfinden. Da war wirklich der Wille da, so weit wie möglich wieder einen normalen Betrieb zu ermöglichen. Und da gehen wir, glaube ich, auch einen besonderen Weg. Und ich glaube, dass die meisten Universitäten doch eher die größeren Vorlesungen noch ins Digitale schieben. Dann lassen Sie uns jetzt noch mal gerade auf die großen Vorlesungen schauen, wo ja viele, viele Studentinnen und Studenten dann gemeinsam in einem Hörsaal sitzen werden. Generell gilt natürlich für Präsenzveranstaltungen auch an der Uni Heidelberg die 3G-Regel. Reicht das aus in so großen Hörsälen mit so vielen Menschen? Das wird man sehen müssen. Also wir sind im Studierendenrat und der Verfassungsstudentenschaft da auch immer ein bisschen skeptisch, weil wir natürlich sagen, es ist immer noch eine Gefahrensituation. Wir sind immer noch in dieser Ausnahmesituation und man weiß nicht, wie es sich entwickeln wird. Aber im Moment geht man davon aus, dass genug Studierende geimpft sind und dass sich dadurch es maßvoll so veranstalten lässt und dass es deswegen so tragbar ist. Aber natürlich ist es wirklich schwierig, das jetzt auch für die nächsten paar Monate sagen zu können. Zu oft in den letzten 1,5 Jahren hat man spekuliert, Pläne gemacht und dann am Ende war es doch wieder ganz anders. Wie wollen Sie denn die Einhaltung der 3G-Regeln kontrollieren? Also in Heidelberg wird dafür ein externer Service angestellt, der stichprobenartig in die Veranstaltung geht. Das war auch hier ganz starker Wunsch des Rektorats, damit man eben nicht diese Einlasskontrolle hat, dauerhaft. Bei vielen Veranstaltungen, die jetzt nicht zum Lehrbetrieb gehören, wird wirklich Einlasskontrolle gemacht. Gerade heute gibt es Tage für die internationalen Studierenden. Da wird wirklich jeder kontrolliert. Aber in den Lehrveranstaltungen wird man stichpunktartig durch die Veranstaltung gehen und kontrollieren. Und was passiert dann, wenn man Studentinnen oder Studenten erwischt, die sich nicht an die 3G-Vorgaben halten? Ich glaube, sie werden der Veranstaltung verwiesen. Aber was genau da passiert, ist, glaube ich, nicht so hundertprozentig geklärt. Ich denke, dass das auch so ein bisschen die Hoffnung ist, dass das nicht passiert. Was bedeuten generell die 3G-Regeln für den Studienbetrieb in Heidelberg? Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil wir haben viele internationale Studierende und gerade die haben natürlich Sorge, weil zum Teil ihre Impfstoffe nicht anerkannt werden, zum Teil die Situation nicht einschätzen können, wie sie hier in Deutschland ist. Und das ist so die größte Herausforderung, die wir damit haben, dass eben jetzt, wo die Tests theoretisch nicht mehr kostenfrei sind für viele, da mehr Kosten auf die zukommen, die in Baden-Württemberg ja wieso schon eine Studiengebühr bezahlen müssen. Da gibt es jetzt Übergangsregelungen, um da einen fließenden Betrieb zu gewährleisten und auch Versuche, Impfangebote an diese Studierenden zu machen. Aber die sehen das, glaube ich, am skeptischsten oder die sind am meisten in der Situation, dass sie nicht wissen, wie da 3G mit denen funktioniert und die auch nicht wissen, wie es mit ihnen funktioniert. Allgemein geht man davon aus, dass relativ viele geimpft werden. Es wird auch gerade eine Umfrage, eine anonymisierte, gemacht, um die Impfquote etwas mehr zu ermitteln. Aber man geht davon aus, dass man mit einer sehr hohen Impfquote sehr locker durch die 3G-Regeln kommt. Nun wissen wir aber alle nicht, was dieser Corona-Herbst noch für uns bereithält. Das haben Sie ja eben im Gespräch schon angedeutet. Wird man vielleicht bald an der Universität Heidelberg eine 2G-Regelung brauchen, dass also nur noch Geimpfte und Genesene an Präsenzveranstaltungen teilnehmen dürfen? Die Diskussion darüber ist voll im Gange. Selbst im Studierendenrat, also in der Selbstverwaltung, plädieren sehr viele für 2G. Und ich glaube, dass das
ein Thema in den nächsten paar Monaten sein wird, weil es natürlich noch ein bisschen mehr Sicherheit schafft. Und ich glaube, gerade nach den letzten Semestern, die immer wieder relativ kurzfristig, das letzte Wintersemester kurzfristig dann doch abgesagt werden mussten in seiner Hybridform und komplett digital werden, ist, glaube ich, das, was sich alle wünschen, Sicherheit. Und ich denke, dass der Druck, sich Richtung 2G zu entwickeln, steigen wird, wenn wieder die Inzidenz hochgeht oder wenn wieder eine allgemeine Unsicherheit aufkommt und man sich nicht mehr sicher ist, was passieren wird. Ich denke, da wird nochmal Druck auch kommen. Vor dem Hintergrund dieser Gemengelage, wie lautet Ihr Appell an alle Beteiligten? Ich denke, ein Appell ist Flexibilität. Wir können jetzt nicht sagen, dass es ab heute vorbei ist und jetzt ist alles wieder normal. Wir müssen damit leben. Impfen, weiter impfen. Wir werden weiter auffordern zu impfen und wir werden die Leute ermutigen, sich impfen zu lassen und dann einfach schauen, dass man doch auch trotz allem wieder in eine gewisse Form von Normalität zurückfindet.